zusammen in der Motorradmeisterei zu einem neuen Video in der Vorweihnachtszeit. Christian hat gerade geguckt, ob das Mikro an ist. Ist das Mikro an, Christian? Natürlich. Fein, sehr schön. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir gehen ja stramm auf Weihnachten zu. Ein paar Tage machen wir ja noch. Dann werden wir auch einen kleinen Urlaub machen, dass wir uns ein bisschen von den Strapazen der Saison erholen können. Urlaub zu Hause natürlich. Und ja, genau. Und viele von euch fragen sich mit Sicherheit, was wünsche ich mir denn zu Weihnachten? Und da habe ich ein paar ganz heiße Tipps. Natürlich wunderschöne Sachen aus der Motorradmeisterei. Ne? Und um euch da so ein paar Sachen zu zeigen, gehen wir jetzt mal in den Verkaufsraum. Und ja, wir gucken mal einfach zusammen. Ne? Sind so ein paar Kleinigkeiten, die wirklich ganz schön sind, die Sinn machen. Und könnt ihr euch von euren Liebsten, wenn die noch nicht wissen, was die euch schenken sollen, dann sagt da, bevor ihr mir irgendeinen Kram kauft, schreibt dem Stefan eine E-Mail und der hat die Dinge, die mich glücklich machen. Ne? Okay, als erstes, wir haben mal ein Video gemacht zum Einwintern der Motorräder. Ist jetzt ja wieder relativ aktuell, würde ich sagen, bei dem Wetter und bei den Temperaturen. Da mache ich jetzt, hänge ich jetzt oben mal den Link dazu rein. Das könnt ihr euch nochmal angucken, wie man so ein Motorrad anständig einwintert. Und dazu braucht man, was braucht man dazu, Christian? Eine Abdeckplane. Ja, eine Abdeckplane, sehr gut. sehr gut. Okay, man braucht auch ein Ladegerät. Ja, das Wichtigste. Das ist natürlich super cool. Gibt es hier bei mir von extra für eure Ducati. Ist natürlich jetzt nicht, weil Ducati draufsteht, nein. Ist natürlich, klar steht Ducati auch drauf, aber ihr habt dazu spezifisch alle Stecker, die ihr braucht. Hier kann man das sehen. Einmal so einen Haken zum Aufhängen, dann den Stecker für die Diagnosedose im Fahrzeug für Euro 4 und Euro 5 und auch nochmal Klemmen zum Anschrauben. Also hier ist alles drin, was ihr braucht. Mal kurz mal reinschauen, ja, das können wir ja machen. Ja, ich pack das dann mal eben hier auf. Das heißt, mit den normalen Klemmen kann ich das auch nicht nur für Ducati verwenden. Ja, das auch. Da kannst du auch den Rasenmähtrecker mitladen. Dann lädt er gleich doppelt so schnell mit Ducati. So, genau. Hier so sieht das Ladegerät aus. Nicht so spannend, ne? Genau, das ist so eine Universalklemme. Die könnt ihr auf jedes Motorrad, egal ob es eine Suzuki ist oder sonst irgendwas, könnt ihr die draufschrauben und dann über den Stecker mit dem Ladegerät hier verbinden. Das bleibt dann am Fahrzeug im Prinzip. So, wenn ihr aber eine schöne Ducati habt, braucht ihr das normalerweise nicht. Da braucht ihr diesen roten Stecker für Euro 5 Modelle oder für alle anderen ab 2012, denke ich mal, habt ihr den Stecker. Ne? Und damit könnt ihr Plug and Play eure Fahrzeuge laden. Ne? Also einfach anstecken, Ladegerät macht alles allein, ihr könnt nichts verkehrt machen. Das Einzige, was ihr verkehrt machen könnt, ist kein Ladegerät anschließen. Weil so eine Batterie ist nach 100 Tagen, ist die Batterie tief entladen und dann ist sie kaputt. Ne? Und eine neue Batterie, kann ich euch sagen, ist teurer als das Ladegerät. Das Ladegerät kostet 97,50 Euro hier bei mir. Und ist wunderschön verpackt. Na, kurze Frage, die deine Kunden mit Sicherheit haben werden. Ist das sinnvoll, das Ladegerät über eine Zeitschaltuhr zu schalten? Oder Nein, einfach anstecken. Einfach dran stecken und in Ruhe lassen. Weil wenn das immer wieder über eine Zeitschaltuhr immer neu angeschaltet wird, dann wird ja dieser Zyklus, den das Ladegerät hat, unterbrochen. Also okay. Wenn ihr das erste Mal einsteckt, wird die Batterie richtig stramm geladen und danach, wenn das voll ist, geht er in diese Erhaltungsladung. Genau, da geht er in die Erhaltungsladung und bleibt so den ganzen Winter über angeschlossen. Okay. Genau. Das wäre das erste äußerst sinnvolle Geschenk zu Weihnachten, wenn ihr sowas noch nicht habt. Ne? Deutschlandweit schicke ich das versandkostenfrei raus. Ne? Kurze E-Mail zu mir und dann läuft das. Europäisches Ausland schicke ich das natürlich auch, gar kein Problem. Da müssen wir halt gucken, Versandkosten, aber hält sich auch in Grenzen. Ne? Genau, okay, pass auf. Abdeckplan hat der Christian gesagt. Haben wir irgendwo einen drauf? Nee. Das macht auch Sinn. Ah, gut sortierter Haushalt. Abdeckplan. Ist auch sehr schick. Das ist jetzt eine Abdeckplane für den Innenbereich, ne, von Ducati. Ist schön, schön flauschig, weil wenn ihr abends auf der Couch sitzt, bei dem Scheißwetter, da holt ihr euch ja auch eine Decke. Bei dem schlechten Wetter. Und euer Motorrad, das friert in der Garage, das geht nicht. Ne? Da ist hier so eine schöne flauschige, kommen Sie,
Oh, jo. Schöne, flauschige, rote Abdeckplane drin. Ist aber tatsächlich nur für den Innenbereich gedacht. Ne? Also die ist jetzt irgendwie nicht... Garage, Wohnzimmer. Garage, Wohnzimmer, das wäre auch sehr cool zu Weihnachten, gerade in Rot. Perfekt. Sowas könnt ihr euch auch wünschen. Ne? Genau, darüber hinaus haben wir natürlich noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel T-Shirts. Ne? T-Shirts ist auch ein Renner, die haben teilweise auch schon neue Kollektionen da. Hier zum Beispiel Troy Bayliss ist neue Kollektion. Jetzt ganz frisch mit der 21 drauf. Sehr, sehr schick. Dann haben wir aus der neuen Kollektion schon diesen Ducati-Sketch hier drauf. Den gibt es in weiß und in schwarz. Ui, das ist schick. Das ist, also finde ich auch so mit der Favorit für mich, finde ich, diese Saison. Da haben wir auch reichlich da. Multistrada-T-Shirt ist neu. Für die kalte Zeit natürlich Mützen ist auch ein Thema. Ne? Da gibt es natürlich diese wunderschönen Poolmützen. Ne? Und Schals haben wir auch. Ein wunderschönen Schal. Guckt, dass er nicht friert. Ne? Genau. Ist Vlies, ne, oder? Ja, ist so ein Vlies innen drin, genau. Und so ein Sweatshirt-Stoff außen. Ne? Da sieht man das gut. Aber das ist schon ganz schön, ja. Also gibt es auch da tolle Sachen. Und wie gesagt, in vielen bunten Farben, vielen Größen. Hier das neue Monster-T-Shirt, das ist auch geil. Jo, Monster. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist cool. Ja. Monster kann ich euch sagen, werden wir jetzt noch ein schönes Video machen. Wir müssen jetzt mal gucken. Wie gesagt, ich sagte ja, wir machen jetzt vor den Weihnachtstagen, machen wir hier auch ein bisschen zu, weil nicht mehr so viel los ist. Und wir tatsächlich auch so ein bisschen die Zeit für uns brauchen, um uns dann auf die neue Saison vorzubereiten und so weiter und so fort. Was wir machen werden, wir werden in der Zeit so ein bisschen produzieren. Es kann auch sein, dass jetzt nächsten Samstag mal kein Video kommt, weil wir dann tatsächlich anfangen, für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen vorzuproduzieren. Und da sitzt ihr dann ja alle zu Hause und dann könnt ihr auf eure neuen Tablets, die ihr dann wahrscheinlich geschenkt bekommen habt, könnt ihr dann dem Meister frönen. Ne? Genau. Okay, T-Shirt. Ich sehe da unten gerade was Gelbes leuchten. Darf ich fragen, was da drin ist? Ja, Ducati versucht ja mit der neuen Multistrada. Hier haben wir zum Beispiel so ein schönes, den Multistrada V4. Auch Kundschaft von BMW. Dementsprechend ganz klar sind die im Fokus. Die Multistrada hat einen alten Masters gewonnen. Sehr, sehr gutes Motorrad. Und dass die neuen Kunden nicht so Umstellungsschwierigkeiten haben von der BMW zu der Multi, möchten wir das mit einer neongelben Oberbekleidung. Ach so, okay. Begleiten. Alles klar. Nein, natürlich nicht. Das ist, sind Regenklamotten. Ne? Ach so. Ja, ja. Hier ist das Schwarze, ist eine Regenhose. Okay. Auch schön verpackt. Kleines Packmaß, super gut zum Mitnehmen. Und das Neongelbe ist eine Regenjacke. Und das macht natürlich durchaus Sinn, weil im Regen schlechte Sichtverhältnisse, dann werdet ihr echt gut gesehen. Ne? Ich muss natürlich, wenn ich so durch die Landschaft fahre, weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt eine neongelbe Weste über dem Leder tragen muss. Das weiß ich jetzt nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache das sehr gern mit leuchtenden Helmfarben zum Beispiel. Ne? Schöne Replika-Helme, die leuchten, sind auch sehr, sehr schick. Ne? Aber jeder wie er mag. Ne? Also da sind wir ja sehr flexibel und tolerant hier. Helm ist ein gutes Stichwort, die hast du ja auch. Helme haben wir auch, da sind auch schon ein paar neue Sachen, da weiß ich aber nicht. Haben wir da nicht schon was drüber gemacht? Nee. Schon ein bisschen länger, ja. Ja, wir können ja gleich nochmal zu den Helmen hingehen. Okay, ansonsten klamottenmäßig, Damen haben wir auch ein bisschen was. Ist natürlich ein Angebot nicht ganz so groß, aber ein paar Dinge haben wir auch hier. Sweatshirts, auch was auch der Renner ist, trage ich selber auch immer super gern, sind diese Westen. Ne? Halten schön warm, könnt ihr eben fix überziehen, habe ich normalerweise auch immer an. Fahrradbekleidung haben wir mittlerweile auch. Stichwort Fahrräder. Da sind wir natürlich dann schon im Geschenkebereich, der sind ein bisschen größere Geschenke. Ne? Wir haben ja die Räder von Tok und von Ducati. Da stehen jetzt noch drei Stück jetzt hier vorne und hinten in der Ecke, da haben wir deutlich mehr. Das sind tatsächlich schon erste Lieferungen von 2022er Modellen. Da wird es tatsächlich so sein, dass im März nochmal ein Schwung kommt und dann war es das für 2022 schon. Also das ist relativ knapp, wenn ihr da Bock auf Fahrräder habt. Solltet ihr nicht bis April warten, weil ich glaube, dann ist die Geschichte gegessen. Und das wird sich, ja, ne, steigende Zahlen, alle fahren wieder runter, weiß der Kuh was, das wird das die Lieferfähigkeit der ganzen Hersteller nicht beflügeln, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? Da müssen wir gucken. Genau. Da kann man noch kurz sehen.
Ah, halt. Hier, was auch der Renner ist, so Taschen, ne? Schöne Rucksäcke. Dementsprechend auch mit Fächern fürs Laptop oder hier die großen Gürteltaschen. Sowas kann man natürlich auch schön unter den Weihnachtsbaum legen. Ne? Genau. Und wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, was ihr eurem Liebsten schenken möchtet, dann haben wir auch, habe ich in die Tasche gesteckt, kriegt ihr bei uns auch wunderschöne Gutscheine. Ne? Die füllen wir hier fein aus mit einem Wert eurer Wahl. Es ist ganz egal, von 10, 100, 1000 oder meinetwegen auch 10.000 Euro können wir hier alles eintragen. Ne? Ist alles möglich. Und da könnt ihr natürlich dann hier euch im Geschäft aussuchen, was ihr möchtet. Sind einlösbar, ja, für alles. Für Fahrzeuge theoretisch, für Bekleidung, für Zubehör, für Werkstattleistungen. Wenn ihr ein Motorrad ausleihen möchtet, wir haben ja auch Vorführmotorräder dann in der Saison, die ganzen neuen Modelle. Oh, da habe ich richtig gut bestellt diesmal wieder. Also wir haben Street Fighter V2 logischerweise, die ganzen neuen Dinger, die neue Panigale, die jetzt vorgestellt worden ist, Desert X, also die ganzen Dinger werden wir hier haben. Und die könnt ihr tatsächlich auch mieten bei uns. Das funktioniert auch. Dafür könnte man auch so einen Gutschein verwenden. Ne? Also wenn ihr da sagt, hier, ich schenke meinem Schatz zu Weihnachten einen Tag Panigale fahren zum Beispiel. Gar kein Thema. Kriegen wir hin. Er wird euch sehr, sehr dankbar sein. Oder sie, je nachdem. Ne? Okay, Gudi. Jetzt können wir noch einmal kurz auf die Fahrräder gucken, wie die gekommen sind. Da ist hier zum Beispiel von Talkers und R. Ja, so habe ich alle drauf. So. Okay, also hier das in der Mitte ist von Talkers und R, das ist jetzt ein 22er Modell schon, wisst ihr, was da steht. Dann das weiß-schwarze daneben auch schon 22 mit dem großen Akku, das MiG 2.0 mit 630 Watt Akku. Ne? Und auch hier mit dem, das hat schon das große Display, jetzt hier das TK01 RR, war letztes Jahr auch schon im Programm, hat jetzt für 22 ein großes Display gekriegt. Das ist jetzt auch schon vorne. Genau. Siehst du wohl. Jetzt gehen wir noch einmal vorne in meine Klümmelvitrine reingucken. Da gibt es halt noch, halt, hier, Tassen zum Beispiel zu Weihnachten auch immer gern genommen. Ein schönes Parkschild für die Ducati Jünger. Ist auch schick. Ja, oder wenn ihr zu Hause einen richtigen Bürohengst habt, dann könnt ihr eben hier das Schildchen im Arbeitsstress schenken. Eine Panigale aus Lego haben wir auch. Also, wie gesagt, alles dabei. Ne? Helme gucken wir noch mal kurz und dann haben wir es auch schon. Genau, da sind jetzt schon tatsächlich einige neue Modelle. Dieser ist zum Beispiel ein neuer Dekor. Der Kuyako ist ein X-Spirit 3. Sehr schöne Farben. Ich weiß, wenn ich den Helm so ein bisschen drehe, ob man das dann sieht. Ja, so, hat man gerade hinten. Oder bei denen hier müsste man das eigentlich auch sehen. Ja, ne? Sieht man gut. Also sehr, sehr schick. Da haben wir auch schon einiges bekommen. Es wird noch einiges, dann ist noch im Zulauf. Wobei, da haben wir momentan Lieferzeit auch erst ab Februar, also das wird noch dauern, bis sie dann hier sind. Da könnt ihr dann auch einen Gutschein basteln, sage ich mal, und dann ein Foto von dem Helm rein, sowas geht auch. Weil mit dem Helm müssen wir ja auch wegen der Größe gucken. Da ist das schwieriger, so einen Helm direkt zu verschenken. Helm ist auch relativ beratungsintensiv, deswegen empfehle ich euch, wenn ihr einen Helm verschenken möchtet, verschenkt einen Gutschein und legt im Prinzip ja, gebastelt ein Bild von dem Helm dazu, symbolisch. Und kommt dann her und wir machen das hier zusammen, weil ein Helm, der muss gut passen, da müssen wir halt, gibt es mehrere Sachen, worauf wir achten müssen und das machen wir dann hier zusammen. Ne? Okay, perfekt. In diesem Sinne. Schön, dass ihr reingeschaut habt und wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und bis dann. Ciao.